Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wegen Levi. Heute noch mal ein bisschen was zum Thema Training. Dass ich momentan in die Halle und in den Kraftraum gehen darf, dürfen wir ja mittlerweile wissen. Aber normales Team- bzw. Basketballtraining kann ich momentan nicht machen. Ich mache nämlich auch nur Individualtraining momentan. Das heißt, ich mache momentan hauptsächlich Übungen, die man allein zu zweit oder zu dritt machen kann und momentan wegen Corona auch so machen muss. Hier habt ihr zum Beispiel einen kleinen Einblick für mein Training für meinen Wurfrhythmus und den Wurf in general. Und manchmal, wenn gutes Wetter ist, nehme ich mir auch die Leute aus der WG mit und dann fahren wir an den Strand und machen da was aus dem Wetter. Wie das jetzt bei euch im Pott so mit den Stränden aussieht, weiß ich nicht genau. Aber generell sind das alles Übungen, die man sehr gut auf dem Freiplatz oder auf einer Wiese machen kann. Haben auch ohne Halle und ohne Kraftraum. Also wie ihr seht, ist für mich weiterhin nach der Saison, vor der Saison, auch wenn ich gerade nicht ordentlich Basketball spielen kann, also 5 gegen 5 spielen kann, keine Teamtrainings habe, bin ich weiter am Arbeiten an mir selbst. Ich bin auf mich selbst konzentriert. Und genau das würde ich auch anderen jungen, motivierten Spielern raten oder Spielern, die Bock haben, nach Corona weiter Basketball zu spielen. Es gibt genügend Menschen, die gerade nicht an sich arbeiten und nicht besser werden. Und jeder Fortschritt, den man momentan machen kann, egal ob auf dem Freiplatz oder auf einer Wiese oder in seinem Zimmer zu Hause, kann danach spielentscheidend sein oder für sich entscheidend sein, in welcher Liga man spielt. Man kann immer an sich arbeiten. Eigentlich bin ich ein absoluter Teamsportler. Ich stehe eigentlich gar nicht so darauf, für mich selbst irgendwie zu arbeiten. Aber auch da sehe ich das so mittlerweile, dass ich ja auch ein Team besser machen möchte. Also je besser ich bin, desto besser ist auch das Team mit mir. Und auch wenn ich gerade nicht einem Team helfen kann, wäre ich als bessere Person, als besserer Spieler, wenn das Ganze aufhört, einem Team besser helfen können, wenn ich mich selbst verbessere. Also nehmt euch einen Kumpel oder eine Kumpeline mit und geht auf den Freiplatz, werft ein paar Serien, spielt ein bisschen 1 gegen 1, macht ein paar Sprints auf einer Wiese, macht ein paar Liegestütz und kommt mal raus. Ansonsten bleibt alle gesund und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Gegen Levi. Peace.